Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Watch Dogs. Wir sind immer noch hier und haben bis jetzt alle schon ausgeschaltet. Im Haus ist noch wer. Ich glaube, den machen wir jetzt auch gleich mal fertig, bevor der uns fertig macht mit seiner Sniper. Weil den haben wir vorhin nie gesehen. Ist das der? Ja. Tja, das war's mit dir. Selber schuld. Selber schuld. Du solltest dich eben nicht mit mir anlegen. Abgefangener Audiolog ist hier noch. Letzte Woche war ich der glücklichste Mensch der Welt. Da hinten sind auch noch Gegner. Die werde ich gleich hier ausschalten. Und es war noch ein Gegner hier. Den habe ich noch gesehen. Der war irgendwo hier. Oder? Ja, da ist noch ein Gegner. Nur wo bist du, Gegner? Komm her und zeig dich. Egal, ich gehe mal da runter. Nehme das Maschinengewehr. Die AK. So, da ist er. Das war's mit dir. Das war's mit allen hier. Ich bin eine Massenvernichtungsmaschine. Glaub mir das ruhig. Okay. Ich muss irgendwo da hinten hin. Oder wie komme ich da rein? Ja. Ja, verpiss dich. Ja, genau. Hier bin ich. Alles klar. Mein Vermächtnis. Rex Vermächtnis. Perfekt. Töten Sie alle Victorious oder fliehen Sie? Ich fliehe. Ich fliehe ihr. Ist, glaube ich, schlauer. Oh, er vertraut mir. Okay, ich brauche irgendwo jetzt Poller. Und ich warte jetzt gleich mal auf Neutralisieren. Ja, Neutralisieren. Ich glaube, ich habe das sogar geschafft. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt warte ich wieder auf Neutralisieren. Neutralisieren. Und wieder geschafft wahrscheinlich, oder? Nein, nicht mal. Wundert mich gerade. Neutralisieren. Neutralisieren. Bitte. Ja, sehr gut. Okay, und jetzt einfach abhauen. Und zwar das ganz schnell. Ja. Das war's wohl. Verdammt. Jetzt hab ich den Kanal voll. So, ich bin wieder an ihm dran. Der geht nirgendwo hin. Er ist gut. Ich bin sicher. Okay, die haben mich wieder. Ich bin kurz entflohen. Ich brauche irgendwo eine Ampel, dann kann ich sie wieder neutralisieren. Ich verstehe das jetzt schon, wie das geht mit Neutralisieren. Wenn ich über eine Ampel zum Beispiel fahre, muss ich mich immer schon bereit halten, aber dann kann ich sie meistens neutralisieren. Also fast immer kann ich sie dann neutralisieren. Oder wenn ich eine Brücke habe, so wie da hinten gerade. Ich fahre jetzt einfach mal rauf auf die Brücke. Ja, das ist perfekt. So eine Brücke ist perfekt. Verdammt. Aber das geht schon. Nimm mich an den Arsch ran, pass auf. Perfekt. Nein, geh wieder zurück, bitte. Komm schon, wo bist du denn, Mann? Fuck! Ich hab ihn verloren. Jawohl. Jetzt habe ich es geschafft. Ich bin entflohen. Oder ich fliehe gerade. So leicht geht das, wenn man es kann. So leicht geht das. Missionsziel erfüllt. Und zwar bin ich geflohen. Jetzt, wo muss ich hin? Das sollte reichen. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Ja, vielen Dank, Clara. Du bist wirklich die Beste. Dann sind wir also fertig? Nein. Ich fange gerade erst an. Ich muss da rein. Ein paar Antworten finden. Und meine Schwester finden. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus. Dann lade ich dich auf ein Abendessen an. Und sorge dafür, dass du bezahlst. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da.
Okay, bis dann. Akt 2, notdürftig. Mission beendet. Sehr schön. Jetzt warten wir auf das neue Missionsziel. Und dann können wir schon rüberfahren. Verdammt. Verdammter Zug, Alter. Okay, wo ist das neue Missionsziel? Hier ist das neue Missionsziel. Da müssen wir jetzt hin. Aber ich will eigentlich ein neues Auto haben. Wie seht ihr das? Ich finde, das Auto ist nicht gerade das Beste. Wenn ich ein schönes Auto sehe, werde ich umsteigen. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Ah, das ist dieser Tobias, der eine Penner war. Der uns auch die Brücke irgendwas geschenkt hat, keine Ahnung. Dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Ganz ehrlich, der hört sich wirklich ein bisschen verrückt an. Tobias. Kann Angst machen. Genau. Ich zeig dir, wo die Sachen verkauft haben. Aber ja, zeig mal. Waffenhandel. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jeder dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools und in der Nähe befindet sich jeweils ein verworfenes Audiolog. Finden Sie alle 9 Kisten, um eine spezielle Mission freizuschalten und mehr über deren geheime Hintergründe zu erfahren. Im Fortschrittsrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie bereits gefunden haben. Okay, das ist also der Waffenhandel. Interessiert mich aber gerade nicht, denn ich will zur neuen Mission gehen. Falls es euch interessiert, schreibt in die Kommentare, ob ich mal zu so einer Waffenkiste hinfahren soll. Also, ich habe gerade keine Lust drauf. Ich will eigentlich jetzt Missionen machen, unbedingt. Hab gerade voll Bock, mehr zu erfahren von der Geschichte und alles. Deswegen, ja. Komm mal her, Brücke. Wir müssen nochmal zurück in den Bunker anscheinend. Denn die nächste Mission findet im Bunker statt. Dankeschön, Brücke. Du bist mein Schatz. Nein, mein Schatz ist nur meine Freundin. Nicht keine Brücke. Brücke ist uncool. Brücke ist kein Schatz. Aber du schon, Brücke, du bist cool. Glaub mir. Ich liebe dich, Brücke. Aber nicht so wie meine Freundin. Trotzdem, Brücke, du bist cool. Ja. Also oft rede ich wirklich viel Scheiß zusammen. Akt 2, Omas Bulldogge. Erstes Missionsziel, aus der Ferne mit Rossi Fremont verbinden. Werde ich machen. Obwohl ich keine Ahnung habe, wer oder was Rossi Fremont ist. Aber egal. Wir verbinden uns mit ihm. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Und nur deine. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gerne im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Okay, ich muss mal einen da benutzen. Dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Hoffentlich finden wir was. So, benutzen. Schauen wir mal, was uns das Gerät ausspuckt.
Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Hast du mich beim ersten Mal nicht verstanden, oder was? Los, setz dich da hin. Ey, setz dich hin. Rüber da. Alles klar, ganz ruhig. Wieso gehst du nur ab, Mann? Ich sitz schon. Ich sollte vielleicht mal seine Kamera nehmen. Für dich, noch für die Alte. Nein, du. Eindringer. Seh dir das an. Wieder mal Zeit. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Nein, ich glaube auch nicht. Ja, da kommen wir da runter. Jetzt brauchen wir irgendwo von da noch Strom. Verdammt, da vielleicht irgendwas? Wie soll ich das machen? So genau. So, dann habe ich da Strom. Und jetzt so rüber und geknackt. Okay, alles klar. Das ist abgefangenes Audiolog, wartet mal kurz, das nehme ich nochmal. Na egal, doch jetzt. Da ist der Zeig, oder? Sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten? Ob sie programmieren können? Klar. Ihre Arbeit gesehen, solide. Aber steckt nichts weiter dahinter. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Dagegen kann beißen. Ich bin Aufzug. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zeig ist Kinderkram. Ich bin die Zukunft. Ja, okay, du bist die Zukunft, alles klar. Ich glaub's dir ja wohl. Es passt alles, du bist cool und so. Kein Problem. Was ist das für ein Typ? Gepanzerter, da muss ich aufpassen. Ich weiß grad nicht, wohin ich muss. Darauf muss ich. Da ist noch eine Kamera. Du gehst doch bestimmt gleich darüber, oder? Was ist das überhaupt für ein Assi? Richtiger Gangster. Okay, ich muss da rein. Hat der auch eine Kamera? So, das hätten wir jetzt mal gehackt. Oder hacken wir gerade? Verdammt, was ist das da? Okay. Ja, genau so. So hat gepasst. Dann hätten wir mal das. Und das. Und ich bin drin. So, wo müssen wir hin? Ja, okay, ich brauche die Kamera auf jeden Fall. Ich muss irgendwo rauf. Hack mir mal das da. Da hinten ist noch eine Kamera. Da ist eine Kamera. Audio-Log. Ich bräuchte jetzt noch eine Kamera. Da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Praktisch, dass die Kameras so nebenan liegen immer. Was für ein Zufall. Und das hacken wir. Okay, nein. Nicht so. Das können wir auch so machen. Verdammt. Okay, dann können wir das da nehmen. Darauf, da brauchen wir jetzt noch Strom. Verdammt, von da unten irgendwo. Genau. Okay, jetzt haben wir hier nichts mehr. Das können wir von da nehmen. Verdammt, ich komme da nicht rauf, oder? Ich brauche hier irgendwo was. Danke. Verdammt, jetzt haben wir hier nichts mehr. Aber jetzt. Wow, gerade noch. Okay, wo sind wir jetzt? Abgefangenes Audiolog. Kamera. Hier leben wirklich Menschen?